Denk daran, wenn du pilgerst. Denk daran, dass du im Jenseits unter vielen Millionen Menschen stehen wirst, die alle am Tag der Auferstehung auf der Abrechnung warten müssen. Unter der Sonne. Und so bist du in einer Glaubensstimmung. Du denkst an den Jenseits, weil es so viele Leute sind. Verschiedene Nationalitäten, verschiedene Zungen und Sprachen. Und du denkst an den Tod, weil du ein leichtes Tuch hast. Und du denkst auch daran, dass du bescheiden sein musst und dass dein Geld und dein Vermögen demnächst in die Nichte geht. Und die Pilgerfahrt lehrt uns, dass wir Allah einzig und alleine dienen. Alle Muslime pilgern und rufen, Labbaik Allahumma Labbaik. O Allah, wir sind für dich da, als ergebende Diener. Labbaik la sharika laka labbaik. O Allah, wir sind für dich da. Wir machen kein Teilhaber neben dir, ja Allah. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk. O Allah, alles Lob und der Dank gehört dir und gehört dir. Und die Gnaden und all das ganze Huld, was du uns gibst, der gehört dir, ja Allah. Wir danken dir für deine Gnaden. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Und dann sagst du, es gibt keinen Teilhaber neben dir, ja Allah. Also, wir beten Allah einzig und allein an. Und wir stehen alle, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Armen und einem Reichen. Zwischen einem Araber und einem Europäer. Zwischen einem Araber und Nicht-Araber. Zwischen einem Weißen und einem Roten. Außer im Gottesfurcht. Allah sagt uns im Koran, Inna akramakum indallahi atqakum. Das ist der Beste unter uns, der am meisten Gottesfurcht bekommt. In der Hajj-Zeit sind wir alle gleich. Wir sind alle gleich und wir fühlen uns alle arm gegenüber Allah. Und wir brauchen seine Vergebung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Hajj al-Mabrur, laysa lahu jaza'un illa al-Jannah. Der richtige Hajj, der rechtschaffene Hajj, der gut gemacht wird, es gibt keine andere Belohnung dafür als das Paradies. Das heißt, wenn du zum Hajj gehst und das richtig gut verrichtest, du kommst ins Paradies. Und auch dazu, Al-Umratu ila al-Umrati wal-Hajj ila al-Hajj, kaffaratu lima bainahuma. Allah Muhammad s.a.w. sagt auch, dass durch Hajj du kriegst alle Vergebung, die ganze Vergebung von allen deinen Sünden. Deswegen, liebe Brüder, versuchen wir die Glaubensbekenntnis und die Säulen des Islam wieder ins Leben zu bringen. Auch wenn du in Deutschland bist, auch wenn du, egal wo du bist, lebe deine Religion. Lerne deine Religion kennen. Wallahi, wenn du nach Wissen strebst, dann wirst du diese Religion schmecken. Der Glaube hat einen Geschmack, was man im Herzen findet. Und wenn du diesen Geschmack mal einmal probierst, dann wirst du das niemals lassen. Dann wirst du dich davon niemals trennen. Versuch mal, koste ein bisschen von dem Honig und dann wirst du sehen. Allah gibt dir sein Wohlgefallen. Bitten wir Allah. Ja, Allah. O Allah, leite uns alle recht. O Allah, leite alle Menschen auf der Erde recht. O Allah, schütze uns von allem Übel. O Allah, bewahre uns von allem Schlechten. O Allah, gib uns das Paradies als Belohnung und bewahre uns von deinem Zorn und von dem Feuer. O Allah, gib uns einen guten Glauben. O Allah, lass uns den Islam besser kennenlernen und praktizieren. O Allah, lasse alle Jugendlichen zum Weg gehen. Ja Allah, schütze uns von dem Scheitan und von allen schlechten Leuten, die uns in die Irre bringen. Amin, Amin, Amin. Und am Ende meiner Sendung sage ich, möchte meinen Dank bzw. Dank von Al-Faisal-Team geben. Und möchte sagen,
Das Al-Faisal-Team und ich möchten uns jetzt von euch verabschieden mit ein paar nachdenklichen Statements von den jungen Muslimen, die uns Rede und Antwort gestanden haben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Was würdest du den, sag ich mal, den jungen Muslimen sagen, so, wenn, ich, sag ich mal, wenn du siehst, die sind auf dem falschen Weg? Was würdest du denen anraten? Ich würde auf jeden Fall raten, in Islam zu gehen, anfangen zu beten, sich damit in Verbindung zu setzen, weil jeden, den ich kenne, der zum Islam rübergewechselt ist und richtig geblieben ist, aber auch als Moslem, der hat eigentlich nur positive Sachen und sich nur positiv entwickelt. Was kannst du einer anderen, sag ich mal, jungen Muslimischen mit auf den Weg geben? Ja, dass sie sich nicht vom Islam entfernen, egal was sie auch Schlechtes machen, sei es was Schlechtes, sie immer versuchen, zumindest am Gebet festzuhalten oder Koran zu lesen, sich damit zu beschäftigen, sei es auch nur zum Jumma-Gebet zu gehen. Aller Anfang ist schwer, einen Anfang zu machen und sich auch mit Muslimen aufzuhalten. Weil wenn man muslimische Freunde hat, die prägen dann einen auch. Und das hilft auch und erleichtert auch viel. Der will ja, Muslim will inshallah ins Paradies kommen. Und klar, es ist mein Ziel. Jetzt kommt vielleicht, warum trage ich kein Kopftuch? Aber ich meine, das ist schwer. Da hätte ich keinen Job, gar nichts. Also. Wenn du jetzt morgen vor Gott, Allah, stehen würdest und er wird dir sagen, warum hast du nicht gebetet und gefasst und gespendet, was würdest du sagen? Was würde ich sagen? Bestrafe mich. Ich habe gelebt, so wie ich es wollte. Meinst du, du wirst das aushalten? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Nee. Willst du nicht lieber jetzt schon anfangen damit, bevor es soweit ist? Es kommt schon die Zeit dafür. Ja? Ja. Okay, inshallah. Soll mir Gott auch helfen, so Iman geben, dass ich den Islam richtig anfangen zu verstehen. Ist nicht einfach. Wie gesagt, ich bin hier geboren. Das hat gar nichts zu sagen. Bei mir zu Hause gibt es kein Wort Deutsch. So. Bei uns spricht man kein Wort Deutsch, nur Islam eigentlich. Aber wir machen nicht das, was unser Vater sagt. Aber hast du denn vor, wenigstens irgendwann mal zu beten und, sag ich mal, nach dem Islam zu leben? Auf jeden Fall, doch. Ja. Inshallah. Hast du dir schon mal ein Zeitlimit gesetzt? Nein. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, Ramadan? Nein, kein Zeitlimit. Ich hoffe nur, dass Allah mir dabei hilft, so schnell wie möglich. Ich will das auch. Also der Wille ist da. Auf jeden Fall. Das ist so, glaube ich, bei jedem Moslem so. Schon wenn du jetzt gerade in meinem Körper sehen willst, will ich Gänsehaut kriegen. Ich krieg gerade Gänsehaut. Wenn du mir so Fragen stellst. Ist traurig, ich weiß, aber inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Brothers and sisters, we are love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.